Was wäre, wenn Hänsel und Gretel ihrem Vater nie verziehen hätten? Was wäre, wenn es keine Erwachsenen geben würde? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel Auftragskiller wären? Was wäre, wenn die Hexe hinter dir stehen würde? Was wäre, wenn sich der Vater weigern würde, Hänsel und Gretel in den Wald zu schicken? Was wäre, wenn das Märchen im 21. Jahrhundert spielte? Was wäre, wenn sich Hänsel und Gretel mit der Hexe verbündet hätten, um die Eltern einzusperren? Was wäre, wenn die Hexe Vegetarierin gewesen wäre? Was wäre, wenn das Aussetzen von Hänsel und Gretel nur eine Maßnahme fürs Erwachsenwerden wäre? Was wäre, wenn das Märchen in einer Parallelwelt spielte? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel sich nicht getraut hätten, ins Hexenhaus zu gehen? Was wäre, wenn Gretel sich zur Hexe entwickelt hätte? Boah, da wird hier genascht, oder? Was ist denn das hier für eine Arbeitshaltung? Ihr würdet ja schneller was tun! Nein, das war's! Was wäre, wenn das Hexenhaus aus lauter gebackenen Kindern besteht und Hänsel und Gretel durch dessen Verzehr zu Kannibalen werden? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel durch ihr Vertrauen blind werden? Was wäre, wenn Kannibalismus normal wäre? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel nur Tiere sind und die Hexe ein einfacher Bauer? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel nicht auf die Tricks der Hexe reingefallen wären? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel allergisch gegen Zucker wären? Was wäre, wenn Hänsel aus Traurigkeit das Haus der Hexe abgerissen hätte? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel das Hexenhaus behalten und eine Lebkuchenmanufaktur eingerichtet hätten? Oder ein Heim für obdachlose Kinder? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel einen Nervenzusammenbruch erlitten hätten? Was wäre, wenn die moderne Hexe von heute eher Appetit auf einen mageren, muskulösen Hänsel hätte? Was wäre, wenn die Stiefmutter das Brot von Hänsel und Gretel vergiftet hätte? Was wäre, wenn alles nur eine Halluzination ist, ausgelöst durch das Essen der Beeren im Wald? Was wäre, wenn das Pfefferkuchenhaus eine Klinik für Essgestörte wäre? Was wäre, wenn die Hexe eine ganz normale Frau ist, die einfach von der Gesellschaft verstoßen wurde? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel Heilige wären? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel Geflüchtete wären? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel Josef und Maria wären? Was wäre, wenn aus dem Feuerofen die erlöste Stiefmutter springen würde? Was wäre, wenn Hänsel und Gretel nie nach Hause zurückgekehrt wären? Was wäre, wenn alles nur ein Traum gewesen wäre?